Schönen guten Abend. Willkommen bei Flutlicht. Wir begrüßen heute einen Mann, der sich in der Bundesliga längst einen Namen gemacht hat. In diesem Jahr ist er zum ersten FC Kaiserslautern gekommen und aus der Pfalz eigentlich genauso wenig mehr wegzudenken wie aus der jugoslawischen Nationalmannschaft. Ich begrüße ganz herzlich Slobodan Komjenovic. Willkommen. Guten Abend. Grüß dich. Schönen guten Abend. So. Ich traue mich ja fast gar nicht, Ihnen die Hand zu geben, aber mit der rechten Schulter geht's. Ich glaube, Sie sind seit ein paar Wochen an der Schulter verletzt. Deswegen die Frage, wie geht's Ihnen überhaupt? Ja, es geht schon besser. Also es ist die linke Schulter, mit der rechten Hand kann ich alles machen. Wie lange muss der FCK noch auf Sie warten? Ja, noch mindestens eine Woche. Also ich hoffe, dass es dann mit dem Laufen losgeht. Gleich mehr zur Situation beim FCK. Jetzt zeigen wir Ihnen aber erst einmal, was wir sonst noch im Angebot haben. Vormarsch mit Kunstschuss. Der erste FC Kaiserslautern entführt 3 Punkte aus dem Berliner Olympiastadion. So schnell geht das manchmal im Fußball. Vor ein paar Wochen noch die große Krise und jetzt wieder heile Welt am Betzenberg. Die Lauterer siegen, siegen und siegen. Gestern 1:0 bei Hertha BSC und 2 Erkenntnisse. Mit Juri Djorkaeff spielt offensichtlich der zurzeit wohl beste Bundesligaspieler in der Pfalz. Und die 2. Erkenntnis, nachdem jahrelang Schweden das Bild der Lauterer geprägt haben, könnte es sein, dass in den kommenden Jahren die französische Schule vor allem gefragt sein wird. Denn Juri Djorkaeff ist nicht der Einzige, der seine Kunst in Frankreich gelernt hat. Mehr dazu und alle Einzelheiten zum Spiel bei Hertha BSC jetzt von Bernd Schmidt. Gestern Abend noch im Rampenlicht, heute Morgen beschwingt und gut gelaunt beim Auslaufen. Jeff Strasser war in Berlin der Matchwinner. Hallo. Okay, ich habe vielleicht gestern das Tor geschossen, aber das Hauptsache ist, dass wir gestern als Mannschaft gewonnen haben. Und das, darum bin ich heute Morgen am besten gelaunt. Jeff Strasser ist der einzige Neue, neben Juri Djorkaeff, der den Sprung in Kaiserslauterns Stammelf gepackt hat. Zunächst stand noch der Pfosten seinem ersten Bundesligator im Weg, aber dann, sozusagen als ausgleichende Gerechtigkeit, ein Knieschuss als Fangschuss für Hertha. Und als wäre dieser Treffer alleine nicht schon kurios genug, nein, es verbirgt sich noch eine Geschichte dahinter. Diese Woche habe ich Jürgen Hischer beim Training mal gesehen, der hat auch so einen Turm mit dem Knie geschossen und Da habe ich ihm nach dem Training gedacht, wie machst du das mit Tor mit dem Knie zu schießen? Und das ist mir halt auch jetzt gelungen. Und egal wie, und wenn es mit irgendeinem anderen Körperteil gewesen wäre, Hauptsache ist das Tor und wir gewinnen das Spiel, egal wie. Natürlich hat Jeff Strasser in Berlin nicht alleine gewonnen. Ratinho beispielsweise sorgte mit tollen Flankenläufen mit dafür, dass Kaiserslautern in der ersten Hälfte spielerisch fast eine Klasse stärker war als die Hertha. Und das auf einer Position, für die er einen anderen als Ratinho vorgesehen hat. Mario Basler. Also Leute, seitdem wir Mario haben, interessiert euch nichts anderes mehr, nur noch Mario. Ich habe eben gesagt, wir haben den nicht als Medienkasper gekauft, sondern der Mario Basler, den haben wir als Fußballer gekauft für unsere Mannschaft. Und wir hoffen, dass er uns mit seinen Möglichkeiten, die er dann hat, wenn er fit ist, dass er uns helfen kann. Mit Basler hat der FCK auf der rechten Seite ein Überangebot. Ratinho und sein gestriger Ersatz Buck, nur 2 Beispiele. Aber der Brasilianer will zumindest seinen Platz im defensiven rechten Mittelfeld nicht kampflos abgeben. Wenn ich diese Rolle übernehmen muss, dann übernehme ich auch gerne, überhaupt kein Problem. Und ich mache das, die Dreckarbeit mache ich auch gerne. Jeff Strasser hatte auf der linken Seite wesentlich weniger Konkurrenz. Drecksarbeit für ihn und die Kollegen in der FCK-Abwehr war gestern nur in den letzten 20 Minuten gefragt. Jeff Strasser hat sich seinen Platz im FCK-Team erkämpft. Mit außergewöhnlich hohem körperlichem Einsatz und einer tollen Laufleistung. Ob er das eine Saison lang durchhält? Das ist halt eine von meinen Stärken, die Laufstärke. Und bis jetzt habe ich noch nie Probleme damit gehabt. Und mal schauen, ob der Trainer mich 30 Spiele spielen lässt. Diese Frage stellt sich bei Juri Djorkaeff sicher nicht. Der Weltmeister präsentierte sich gestern in überragender Form. Mit ihm hat der erste FC Kaiserslautern nach 3 Siegen hintereinander wieder die Kurve gekriegt. Die Tendenz zeigt eindeutig nach oben. In Berlin fiel aus einer guten Mannschaft keiner ab. Aber Jeff Strasser, der aus Metz kam, hat trotz seiner guten Laune sicher nicht vergessen,
seine Mannschaftskameraden vor dem UEFA-Cup-Spiel in Frankreich eindringlich zu warnen. Lens ist eine sehr gute Mannschaft. Natürlich, vom Namen her ist es nicht so wie Tottenham, aber wir müssen unbedingt aufpassen und uns gut konzentrieren, weil es ist schon eine sehr gute Mannschaft, die fußballerisch schön stark ist, spielt Viererkette hinten, schön diszipliniert und die hauen die Bälle nicht weg, die spielen Fußball. Dass ausgerechnet die beiden Frankreich-Erfahrenen für den Sieg in Berlin sorgten, mag für Lens als gutes Omen stehen. Und dort dürfte man gewarnt sein, dass der FCK nicht nur mit den Füßen Tore schießt. Und ich begrüße jetzt noch mal ganz herzlich Slobodan Komjenovic. Sie sind ja in Trippstadt praktisch Nachbar vom Jeff Strasser. Spüren Sie, dass der Mann im Moment vor Selbstbewusstsein strotzt? Ja, es ist ganz klar. Er spielt jetzt schon seit Wochen sehr gut und er ist halt sehr selbstbewusst, aber auch als er nicht gespielt hat. Das ist ein super Typ und ein super Nachbar. Wie haben Sie das Spiel denn gestern Nachmittag verfolgt? Ja, ich habe mit der Familie vom Fernseher gehockt und habe mir das Spiel angeguckt. Was ist das für ein Zugucken, wenn man nicht mitspielen kann? Ist das so ein aktives, so mit Händen und Füßen oder wie sieht das bei Ihnen aus? Was spielt sich da ab? Ja, das ist halt wie im Stadion, da schreien alles Mögliche im Wohnzimmer. Also das ist richtig aktives Zuschauen. Erklären Sie mir mal als Laien, wie ist das zu erklären, dass der FCK plötzlich diesen Lauf hat? Am Anfang der Saison hieß es noch sportliche Krise, es kamen ein paar andere Geschichten dazu und plötzlich gewinnt und gewinnt der FCK. Wie ist sowas möglich? Ja gut, so richtig erklären kann man sich das nicht, aber wir sind jetzt sicherlich eingespielter als am Anfang. Da war noch einiges, musste noch eingespielt werden. Jetzt passt es und jetzt haben wir noch ein bisschen Glück, das uns am Anfang gefehlt hat. Und jetzt läuft's. Seit etwa einem halben Jahr sind Sie da und ich behaupte mal, Sie haben relativ viel erlebt in der kurzen Zeit in Kaiserslautern. Da gab es diesen Streit, Schwarzer Rehhagel, da gab es die Verpflichtung eines Weltstars, da lief es sportlich mal nicht so, dann lief es wieder gut. Und jetzt kommt auch noch Mario Basler dazu. Welches Erlebnis ist Ihnen denn am nachhaltigsten in der ganzen Zeit so in Erinnerung geblieben? Ja gut, das war bestimmt das erste Spiel im Lautern-Trikot und dann vor den Zuschauern. Und das war für mich beim ersten Spiel überragend gegen Dortmund. Das war super. Das war auch das 1:0 damals, das fing alles ganz gut an. Trotzdem gibt es Momente, Sie kommen vom MSV Duisburg, gibt es Momente, wo Sie sich schon mal nach ruhigeren Zeiten, wie es sie in Duisburg gegeben hat, gesehnt haben? Ja gut, in Duisburg ist das Interesse nicht so groß. Es gibt viele Vereine drumherum, die größer sind und dann kann man natürlich sehr viel ruhiger arbeiten, das ist ganz klar. Aber ich denke mal, hier kann man auch sehr gut arbeiten. Es ist ein größerer Verein, mehr Interesse und da ist mehr los, ganz klar. Und jetzt kommt auch noch Mario Basler. Was ist Ihnen durch den Kopf geschossen, als Sie von der Verpflichtung gehört haben? Ja, ein, wie wir alle wissen, hervorragender Fußballer und der uns bestimmt weiterhelfen kann. Eine Woche ist er jetzt da, Mario Basler, und wir haben ihn mal eine Woche lang auf Schritt und Tritt, so gut es eben geht, verfolgt und das hat Jürgen Thiem gemacht. Wenn ich fit bin, kann ich die Mannschaft hundertprozentig verstärken. Und dann denke ich auch, dass wir mit dem FCK noch viel weiter nach vorne kommen können. Berechtigt ist die Hoffnung. Schließlich sind auch die Erfolge der Bayern in den letzten drei Jahren eng mit dem Namen Basler verknüpft. Allerdings verbindet der landläufige Fußballfan mit eben diesem Namen auch noch etwas anderes. Prost. In der Bar von Mario. Ist jede Nacht die Hölle los? Und wenn jemand auch ein bisschen positiv verrückt ist, dann wollen wir ihm das auch beibelassen. Aber eins muss man sagen, es gibt eben Regeln. Und diese Regeln muss man einhalten. Bei uns braucht sich keiner unterordnen, aber einordnen muss sich eigentlich jeder. Ich glaube, der Mario weiß ganz genau, was er gemacht hat. Er weiß, wo er sich verbessern kann. Aber ich glaube, wichtig ist für uns, sage ich jetzt, also auf dem Platz, im Bereich FCK, also da in Ordnung ist, also mit uns voll mitzieht, und das ist das Wichtigste. Ich bin wieder da, noch immer ein Star, noch immer ein Held. Ja, wie ist Mario Basler denn, als er am ersten Tag da war, in der Kabine begrüßt worden? Erstmal nach dem Motto milde Sorte? Ja, ist reingekommen, hat sich, also die, die nicht kennen, aber wir kennen ja alle, aber persönlich hat er sich vorgestellt und das war's. Und dann ist es erledigt, ist er aufgenommen worden, wie jeder andere Spieler auch. Nun nimmt er hier einen Platz, wenn er denn spielen sollte, hat er gestern nicht gespielt,
wahrscheinlich einen Platz auf der rechten Seite ein. Die ist relativ gut besetzt, die rechte Seite, sowohl offensiv als auch defensiv. Ratinho hat gestern schon deswegen ein bisschen in der Defensive gespielt. Und auch ihr Platz ist ja eigentlich auf der rechten defensiven Seite. Ich weiß, sie sind verletzt und machen sich ganz andere Gedanken. Aber trotzdem denkt man so mit einem Auge, ich darf jetzt, oder mit einem Ohr, mit einem Auge, wie auch immer, ich darf jetzt den Anschluss nicht verlieren nach der Verletzung? Nein, also ich denke im Moment wirklich nur, dass ich fit werde und dass das endlich aushält und dass ich wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Und dann kann ich mir Gedanken machen, ob ich wieder in die Mannschaft komme. Aber für mich hat ganz klar die Verletzung jetzt Vorrang. Und in der Mannschaft selbst ist es aber so ein kleines Star-Ensemble in Kaiserslautern geworden mit Sforza, Joker F. Und Basler, ist Ihnen das eigentlich ganz recht, wenn sich das Medieninteresse auf die Stars konzentriert und Sie in Ruhe Ihre Arbeit machen können? Oder denken Sie, jetzt wird vielleicht das, was wir anderen machen, die nicht so die ganz großen Stars sind, möglicherweise übersehen? Nein, das ist mir schon ganz recht. Dann, da habe ich meine Ruhe. Und also das Leben ist dann für uns viel ruhiger. Ist auch sehr gut so. Glauben Sie, das kann gut gehen mit so vielen Stars in einer Truppe? Ja, natürlich. Ich denke mal, und das wird auch gut gehen. Es ist, wie gesagt, alle drei sind hervorragende Fußballer, aber drei können alleine nicht spielen, die anderen acht, die dabei sind auf dem Platz, die müssen auch mitarbeiten. Und das wird dann schon in der Mannschaft passen und das wird noch erfolgreicher, hoffe ich doch. Reden wir mal über den Donnerstag. Dritte Runde, UEFA-Pokal, Sie werden ja nun mit Sicherheit nicht dabei sein in Lens. Aber Lens ist ja nun die Stadt, wo es im wahrsten Sinne des Wortes gekracht hat, wo deutsche, ich sag mal, Idioten die Polizisten Nivelle fast tot geprügelt hätten. Was fällt Ihnen denn, wenn Sie an Lens denken, als erstes ein? Ja gut, als erstes natürlich unser Länderspiel gegen die Deutschen, das war ja an dem Tag. Und wie gesagt, danach dann diese Katastrophe mit dem Polizisten. Wir sind dann da vorbeigefahren, haben dann ein kleines Schlachtfeld gesehen. Also es sah schon, wir haben es aber später gehört mit den Polizisten, aber es sah schon schlimm aus dort. Das war das WM-Spiel damals, Jugoslawien-Deutschland 2-2. Ja. Oliver Kalisch hat sich mal ein gutes Jahr danach in Lens umgesehen. Normalität ist, wenn nichts Besonderes auffällt. Auf den ersten Blick eine ganz normale Straße. Nichts erinnert mehr an die Ereignisse, die sich hier vor 17 Monaten abgespielt haben. Nichts erinnert mehr daran, dass dies ein Tatort ist. Der Fall Nivelle. Das dunkelste Kapitel der WM 98. Sinnbild für einen Amoklauf von Verwirrten. Sinnbild für Hooligans mit einem enormen Gewaltpotenzial, die ein Fußballspiel zum Anlass nahmen, sinnlos zu zerstören. Die Täter wurden identifiziert, verhaftet und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Gesund wird Nivelle nicht mehr. Auf einem Auge ist er blind. Nur noch bruchstückhaft nimmt er wahr, was um ihn herum passiert. Lens heute. Ehemaliges Bergarbeiter- und Kohlerevier im Norden Frankreichs. Der Fußball hat für diese Kleinstadt eine besondere Bedeutung, trägt jedoch enorm zum Renommee der gesamten Region bei, wie in Kaiserslautern. Hier leben knapp 36.000 Menschen, in erster Linie von der Automobilindustrie. Trotz der schlechten Erfahrungen mit Gästen aus Deutschland, Ressentiments vor dem Spiel gegen Kaiserslautern gibt es keine. Wir werden hier ein ganz normales Spiel sehen. Chaoten gibt es überall. Das kann man nicht verhindern. Das ist aber nicht eine Frage, ob hier Deutsche herkommen oder nicht. Ich denke, die Fans aus Deutschland, die hierher kommen, werden gute Fans sein, wie sie es bei allen Vereinen in Deutschland oder Frankreich gibt. Hier wird nichts Schlimmes passieren. Man darf nicht verallgemeinern. Ich hoffe einfach, dass sich das, was passiert ist, nicht wiederholen wird. Das ist alles. Im Herzen der Stadt, das Stadion Félix Bollaert. 35.000 Zuschauer kommen im Durchschnitt zu den Heimspielen. Die Fans des RC Lens sollen die treuesten in ganz Frankreich sein. Ihnen eilt der Ruf voraus, während des Spiels besonders lebhaft, davor und danach vor allem eins zu sein, friedlich, wie die FCK-Fans. Das Stadion gehört zu den modernsten des Landes, auch in puncto Sicherheit. Vergangene Woche in den Katakomben der Arena. Konferenz zur Vorbereitung des UEFA-Cup-Spiels. Anwesend
Vertreter der Vereine, Sicherheitsexperten und Polizei aus beiden Städten. Im Mittelpunkt des Treffens stehen Fragen der Sicherheit. Natürlich spielt der Angriff auf Nivelle auch hier eine Rolle. Dennoch, der verantwortliche Beamte sieht dem Spiel ganz gelassen entgegen. Das wird ein ganz normaler Spieltag. Wir werden hier spielen wie immer, sei es in der Liga oder im Europapokal. Besondere Vorkehrungen wird es nicht geben, denn unserer Erkenntnis nach sind hier keine besonderen Spannungen anlässlich des Spiels zu erwarten. Also wird es ein Spiel wie jedes andere auch. Diese Zuversicht basiert auf einer guten Erfahrung. Immerhin verlor genau in diesem Stadion im Juni die A2-Nationalmannschaft gegen Frankreichs Reserve mit 1:2. Zu Ausschreitungen kam es damals nicht. Doch nochmal, wie sieht's für Donnerstag aus? Wir haben nach wie vor eine Hooligan-Szene, die allerdings zahlenmäßig sehr gering ist. Wir können in den letzten Jahren feststellen, dass die Gewaltdelikte im Stadion und im Umfeld des Stadions rapide abgenommen haben. Übrigens, die Fans des FCK haben im vergangenen März gemeinsam mit einem Sponsor 10.000 Mark für Nivelle gespendet. Und auch der Verein wird sich weiter engagieren. Für Daniel Nivelle wird es eine Goodwill-Aktion von Seiten des FC Kaiserslautern geben. Wir werden Daniel Nivelle und seine Familie nach Kaiserslautern einladen, aber auch 20 Personen aus Laos, die von diesen Vorfällen betroffen waren, um ihnen zu zeigen, dass wir wirklich Nachbarn sind in dieser deutsch-französischen Begegnung. Das Thema Nivelle wird die Menschen in der Region noch lange beschäftigen. In einem Nachbarort von Lens sitzt ein weiterer deutscher Hooligan, der auf den Gendarmen brutal eingeschlagen haben soll, in U-Haft. Gerade in der vergangenen Woche wurde bekannt, ihm wird der Prozess gemacht, im Jahr 2001. Eine hohe Haftstrafe wird erwartet. Ob ein hartes Urteil jedoch als Abschreckung ausreicht? Ja. Slobodan Komjenovic, wie sieht es aus? Befürchten Sie oder hoffen auch Sie und denken Sie, es wird nichts passieren? Oder befürchten Sie im Hinterkopf so ein bisschen, es gibt immer noch Idioten, die möglicherweise etwas wiederholen wollen, was man nie wiederholen darf? Ja, also ich bin mir sicher, dass jetzt am Donnerstag gar nichts passieren wird. Von beiden Vereinen, die Fans sind relativ friedlich, also da wird überhaupt nichts passieren. Wäre es Ihnen wichtig mitzufahren? Ja gut, wenn ich nicht laufen kann oder nichts für mich machen kann, dann werde ich wahrscheinlich mitfahren. Wenn ich einige Fortschritte jetzt die nächsten Tage mache, werde ich dann doch lieber hier trainieren. Als Sie im Sommer 98 da waren, wir haben darüber gesprochen, haben Sie die jugoslawische Nationalmannschaft vertreten. Jetzt vertreten Sie dann eine deutsche Vereinsmannschaft. Gibt es da auch für die Mannschaft eine besondere Verpflichtung, wenn es nach Lens geht? Oder bei dem Auftritt in Lens ist das ein Auftritt für jeder andere? Ja gut, die Verpflichtung ist, dass wir uns so gut darstellen wie möglich und ansonsten, dass wir dort gewinnen, sonst nicht. Macht Ihnen die Mannschaft Angst? Kennen Sie die Mannschaft überhaupt? Ja gut, ich kenne die Mannschaft und sie ist sehr stark. Sie ist auch ein bisschen schlechter gestartet, ist jetzt besser drauf und es wird ein sehr schweres Spiel. Gucken wir uns einfach mal an, was den FCK denn sportlich bei Racing Lens erwartet. Und vieles daran erinnert so ein bisschen an Kaiserslautern. Rot und Gelb, die Farben des Racing Club Lens. Farben, die die Stadt beherrschen. Hier kommt sportlich gesehen, genau wie in Kaiserslautern, erst einmal der Fußball und dann lange nichts. Zwischen RCL und FCK gibt es weitere Parallelen. Zum Beispiel das Stadion. Es ist genauso wie das auf dem Betzenberg eine klassische Fußballarena. Auch Landesmeister wurde man hier, genau wie in der Pfalz, 1998. Und noch eine Parallele gibt es. Genau wie bei den Roten Teufeln ist auch in Lens zurzeit das Mittelfeld das Glanzstück der Mannschaft. Die zentrale Schaltstation ist Olivier Dacour. Er kam vor der Saison für 50 Millionen Francs von Everton aus der Premier League. Der 25-Jährige gilt als lauffreudiger Techniker. Zwar hat er noch nie gegen Kaiserslautern, wohl aber schon gegen Juri Djorkaeff gespielt. Der Respekt vor dem FCK ist da, doch an Selbstbewusstsein mangelt es nicht. Wir sind eine sehr junge Mannschaft, die alles hat, was wichtig ist, vor allem viel Enthusiasmus. Wir wollen den Fans immer etwas Besonderes zeigen und beweisen, dass es kein Zufall ist, dass wir bis in die dritte Runde gekommen sind. Lens ist ein Team, das ohne große Namen auskommt. Ein alter Bekannter aus der Bundesliga, Alex Niako,
Für den Karlsruher SC hat der ghanaische Nationalspieler 97-98 eine Saison gespielt. Er kennt den FCK also aus eigener Erfahrung. Mit Frankreichs Olympia-Auswahl gewann er als Spieler 84 in Los Angeles die Goldmedaille. François Brisson, seit 3 Jahren im Verein. Nach einem schlechten Saisonstart des RCL erhielt er das Kommando. Im September wurde er vom Co. zum Cheftrainer befördert. Ich erwarte 2 sehr schwere Spiele gegen Kaiserslautern. Eine Mannschaft, die stark ist in der Offensive, die Tore schießt, die ihr Ziel konsequent verfolgt bis zum Schlusspfiff. Das bedeutet für uns, dass wir, um eine Chance zu haben, das Maximum unserer Möglichkeiten ausschöpfen müssen. Letztes Jahr noch Champions League, muss man jetzt in Lens international kleinere Brötchen backen. Noch so eine Parallele. Sang et Or, Blut und Gold, Rot und Gelb, fast schon ein Mythos. Sicher ist, vor dem FCK liegt im UEFA Cup jede Menge Arbeit. Ich denke, das sehen Sie ähnlich. Trotzdem, ist das eine Mannschaft, die dem FCK möglicherweise liegt? Ja gut, wie gesagt, es werden 2 sehr schwierige Spiele, aber ich denke mal, so wie wir im Moment drauf sind und dass wir eine Runde weiterkommen. Für Sie ganz persönlich, wie sieht denn Ihr weiteres Programm jetzt aus? Ja, wie gesagt, ich werde die Woche probieren zu laufen. Wenn das funktioniert, will ich dann diese Woche und nächste Woche irgendwie wieder dann zur Mannschaft stoßen und dann endlich mal wieder mit der Mannschaft trainieren. Das wäre schon ein sehr großer Fortschritt für mich. Und im nächsten Jahr sind Sie wieder voll dabei? Wenn alles gesund bleibt, ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch hier im Studio und überreiche Ihnen die mittlerweile auch, glaube ich, 2. Flutlichtlampe. Vielleicht können Sie ja Ihrem Schwiegervater Dragoslav Stepanovic dann diese Lampe geben oder eine zum Tauschen. Ja. Schönen Dank. Vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Ja, schon.